Hi, Paul Kammer hier vom Videocheck und heute geht es darum, wie man mit der Nintendo Switch Let's Plays aufzeichnet. Ab geht's! Videocheck! Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und man soll ja angeblich mit der Switch irgendwie aufzeichnen können. Das funktioniert alles nicht richtig und deswegen habe ich mir diese Kiste hier bestellt. Diese Kiste, die schaltet man zwischen die Switch und den Fernseher und die zeichnet dann auf, was da passiert. Man kann hiermit entweder mit HD aufzeichnen oder Full HD und im Prinzip ist das Ding ganz einfach. Und letztendlich bekommt man dann so eine kleine Schachtel. Diese Schachtel kostet rund 80 Euro, verlinke ich euch gerne unten mit in die Infobox rein. Und die funktioniert auf jeden Fall ganz simpel. Betrachten wir uns das Gerät einmal von der Seite. Wir können hier zwischen HD und Full HD wechseln, länger drücken. Dann sehen wir, dass vorne auf jeden Fall wird uns per LED angezeigt, was für ein Format wir gerade anhaben. Dann haben wir hier Mikrofon. Denkt dran, nur mit kleiner Klinke. Die meisten nehmen eh zusätzlich mit der Kamera nochmal auf. Das heißt, der Ton geht eh in die Kamera rein. Von daher kann man sich das sparen. Und deswegen finde ich das so auch ganz in Ordnung. Auf der Rückseite haben wir unseren On-Off-Button. Länger drücken, dann geht die Kiste auch an. Dann haben wir hier unseren Stromeingang. Das Kabel ist ein bisschen kurz, hätten sie länger machen können, 60 cm. Aber mein Gott, das Ganze steht eh da, wo die Konsole steht, von daher nicht ganz so schlimm. Wir haben den HDMI-Eingang und Ausgang haben wir hier. Und da müssen wir natürlich einmal die Switch und einmal den Fernseher anschließen, sodass das Gerät in der Mitte ist. Die Aufnahme starten wir hier mit diesem Knopf. Das Ganze wird uns auch wieder vorne über die LED bestätigt. Muss man einmal in die Anleitung reingucken, damit man genau weiß, welcher Knopf was bedeutet. Die Anleitung ist ein bisschen enttäuschend, denn die ist leider in Englisch. Die hätte jetzt auch noch in Deutsch sein können, denn so lang ist sie schließlich gar nicht. Das ganze Gehäuse ist übrigens aus Plastik und es rutscht auch nicht. Es hat natürlich nicht sehr viel Gewicht. Das heißt, man muss gucken, dass es nicht runterfällt, wenn das Kabel irgendwie auf Spannung steht und deswegen... Egal, shit happens. Was ihr auf jeden Fall dazu braucht, ist eine Speicherkarte bzw. ein Stick. Und den kann man hier an der Seite reinstecken und da wird dann auch direkt abgespeichert. Habt ihr eine Speicherkarte bzw. einen Stick, der kleiner ist als 2 GB, funktioniert das Ganze nicht. Ich habe jetzt hier 64 GB, müsste eigentlich ausreichen. Das Ganze stöpseln wir einmal ein. HDMI in ist natürlich das, was von der Switch jetzt direkt ankommt. HDMI out ist natürlich das, was an den Fernseher abgeliefert wird. Strom einmal anstecken, hinten rein, einmal kurz auf On drücken und dann sehen wir hier eine mini kleine blaue LED, die dann leuchtet. So, dann können wir unsere Switch auf jeden Fall schon mal einschalten. Den Fernseher können wir auch einschalten. So, die Videoqualität können wir natürlich einstellen. Full HD oder HD. Haben wir HD, dann ist es weiß. Haben wir Full HD, dann ist es blau. Ich zeichne wie diese Kamera hier in Full HD auf. 4K finde ich übertrieben, kann eh keiner gucken, fast keiner, also hier auf dem Dorf sowieso nicht, aber... Und hier drücken wir dann noch einmal für Start. Und haben wir Start gedrückt, dann sehen wir hier die weißen LEDs, wie die auf jeden Fall arbeiten. Und dann würde ich sagen, dann zocken wir mal eine Runde, damit ihr seht, wie das Ganze auf jeden Fall rüberkommt. Schließt ihr ein Mikrofon an. In der Regel, die Lavalier-Mikrofone funktionieren 100%. Ich habe hier aber so ein anderes Mikrofon. Müsst ihr eben gucken, dass ihr die Lautstärke davon regelt, weil sonst kann es sein, dass es ein bisschen übersteuert. Aber der Ton, wie gesagt, kommt über die Kamera. So, und ich würde sagen, wir starten hier unser Let's Play. Und wir sehen auf jeden Fall, ich habe das vorher schon mal geguckt, also mega geile Qualität. So, dann natürlich die Poster nochmal gucken, was da so los ist. Also die Qualität ist mega geil. So. Ab geht's. Also ob der Ton jetzt aus der Kamera kommt oder ob der Ton hier aus dem Spiel kommt, das ist eigentlich relativ Wurst. So, hier müssen wir natürlich ordentlich Münzen sammeln. Die können ja nie schaden. Können wir schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Das ist schon mal gut. Also ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich bin jetzt hier gerade im ersten Level und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Bock drauf habt auf Let's Plays von Videocheck. Also ich werde da keinen neuen Kanal extra für aktivieren. Alter, jetzt bin ich der Frosch. Ja, Satan, ich bin Kermit der Frosch. So geht's los hier. Das sieht doch geil aus. Also die Grafik und das Bildspiel ist auf jeden Fall mega, im Gegensatz zur Vorgängerkonsole, beziehungsweise die Vorgängerkonsole hatte ich nicht. Die, wie hieß die nochmal, Nintendo U? Das war eine Enttäuschung, fand ich. Das hätte sich nicht gelohnt, die zu kaufen und die hat sich auch nicht durchgesetzt. Hingegen die Switch auf jeden Fall, finde ich mega der Hammer. Allein Mario Kart online spielen, das funktioniert einwandfrei. So, du hast einen Frosch gekapert. Ja, Wahnsinn. So viel Bamborium. So, jetzt, was kann ich denn mit dem Frosch alles? Kann ich auch die Zunge raus? L plus Y. Sprinten, okay. B springen.
Aber es wäre jetzt cool gewesen, wenn ich die Zunge noch hätte rausstrecken können. Ah, der Sprit kann aber hochspringen. So. Also ohne den Frosch würde man hier auch gar nicht hochkommen quasi. Ah! Ja, wie macht man die denn jetzt fertig? Einmal draufspringen habe ich auch keine Lust. Wie schwimmt er denn überhaupt, der Frosch? Ja, wie ein Frosch halt, ne? Aber hüpfen. Wahnsinn! Das sieht gut aus. So, jetzt hüpfe ich hier mal rüber. Und die anderen Frosche will ich jetzt nicht kaputt machen. Das fehlt jetzt hier aber wirklich noch, dass man die Zunge rausmachen könnte. Das wäre geil. Was mich so ein bisschen stört, gerade im ersten Level geht es ziemlich farbenarmlos, also ist alles so grau. Und es wird nachher noch richtig bunt. Und Mario kann noch andere Klamotten anziehen. Oh, das Leben, ich brauche mein Herz. Satan, ja. So, hier geht es wieder hoch. Wie gesagt, er kann sich nachher den klimatischen Verhältnissen anpassen. So, im Frosch sind wir wieder draußen. Ein Herz. Zack, Gott sei Dank. So, ich hoffe, wir brauchen den Frosch nicht mehr. Den nehmen wir mal rein. So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet euch einen Eindruck verschaffen, wie das Ganze aussieht, wie es funktioniert. Und es ist wirklich kindereinfach, damit umzugehen. Ich gebe dieser, der Name ist nicht ganz so perfekt. Also DCO, Goat Bang. Ich weiß nicht, ob die Chinesen wissen, was Bang heißt. Ich hoffe, der Titel landet jetzt auch nicht auf den Index wegen falschem Verdacht. Aber es funktioniert auf jeden Fall top. Ich packe euch den Link unten gerne in die Infobox mit rein. Ich packe euch auch gerne die Karte bzw. den Stick mit rein, den ich dazu brauche, um das Ganze aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Test wieder auf Videocheck. Hat dir das gefallen? Kannst du selbstverständlich ein Abo dalassen. Und ich würde sagen, bis dann, euer Paul vom Videocheck. Ciao.